Moin Freunde, herzlich willkommen wieder auf unserem Kanal. Heute Lost Place Tour auf einer Ruinenlandschaft. Könnt ihr euch an das Feuerwerkslaboratorium erinnern? Wenn nicht, vorher das Video anschauen. Das Feuerwerkslaboratorium hat ja die Geschichte, früher war es eine Ausbildungsstelle gewesen. Hört man ja wofür. Zu DDR-Zeiten wurde es von den Russen genutzt als Panzerreparaturwerkstatt. Und da gab es noch einen externen Komplex, der ca. 15 Kilometer weiter entfernt ist, wo die Panzer entweder auch abgestellt wurden oder auch zum Teil mitrepariert wurden. Hatte eine eigene Gleisanbindung, die existiert heute nicht mehr. Und dieses Gelände soll seit 2013, glaube ich, ein Solarpark werden, ist aber seitdem nichts passiert. Ich sehe, dass hier auch Autos ranfahren. Ja, heute ist es leider nur noch eine Ruinenlandschaft. Wir schauen trotzdem mal, was hier noch übrig geblieben ist. Ich war schon mal vor 2 Jahren hier, wo das Ding mit Corona losging. Und da musste ich 4 Monate zu Hause sitzen. Ja, ich konnte 4 Monate nicht arbeiten gehen und war dann jeden Tag mit den Kindern und dem Hund unterwegs, unter anderem auch hier, kurz, aber nur auf dem Gelände. Und ja, heute will ich auf jeden Fall noch mal schauen, weil... Okay, heute ist noch nicht der 8. Dezember. Ja, wir haben Dezember, wo das aufgenommen wird. Ihr seht ja, im Hintergrund der Schnee. Das ist sozusagen der zweite Teil vom letzten Wochenende, wo wir in dem FDGB-Heim waren. Und das hier ist eigentlich der Ort, wo wir hin wollten. Der Punkt ist ja auch, warum ich heute hier bin. Es soll hier wohl einen Bunker geben. Was ja nicht unüblich wäre bei solchen Gebieten. Und wir wollen mal schauen, ob wir den vielleicht finden. Ich denke mal eher nicht, weil es ist Schnee. Selbst eben, wo wir vorher bei dem Heim waren, da waren Gullis gewesen. Das haben wir nur gehört, wo wir rübergelaufen sind. Aber egal, ihr wisst, wir nehmen trotzdem alles mit. Weil das hier im Hintergrund, man sieht es eigentlich schon, da sind schon ein paar Gebäude. Das ist eins der Gebäude, die noch am besten erhalten sind. Ja. In dem Sinne, viel Spaß euch. Ja. Weil es ja der zweite Teil ist, wir sind zu dritt, der Hund, und das war schon beim letzten Mal anstrengend gewesen. Also für Verwackelungen entschuldige mich natürlich wieder im Voraus. Viel Spaß, los geht's. Ja, das war damals hier wahrscheinlich das Haupttor gewesen. Wieder sehr interessant auch, ne? Wenn man teuren Müll loswerden will, Asbestplatten. Wisst ihr, was der Vorteil ist, wenn Schnee liegt? Man sieht gleich, ob man alleine auf dem Gelände ist oder nicht. Und wir sind hier definitiv nicht alleine. Entweder war hier heute früh schon jemand gewesen, oder ist es noch von gestern. Anzumerken ist natürlich auch, hier direkt hier neben ist ein Grundstück, was bewohnt ist. Vielleicht war das früher mal das Kommandantenhaus gewesen. Dahinter befindet sich eine alte Mühle, die auch genutzt wird. Daher gehen wir dort nicht rein. Und das Ding ist auch schon zerfallen, niedergebrannt, und da stehen bloß noch die Grundmauern. Und ich glaube zu wissen, warum sind hier Fußspuren? Ja. Euch das vielleicht ein bisschen bekannt vor, im Pflegeheim, da waren die Türen auch so zusammengenagelt. Das heißt, die werden hier wahrscheinlich auch dieses Airsoft machen. Ich hoffe nur nicht heute. Gibt ja auch wieder. Die wurden irgendwann mal hier rangenagelt als Schutz. Also hat man hier wahrscheinlich auch Kriegsspielereien gemacht. Guck immer nach oben, bevor du irgendeinen Raum betrittst. Okay. Und wegen Nägel, bitte. Oh, was ist das hier? Und auf dem Boden. Richtig.
Was ist das denn hier für Zeug? Was ist das? Weiß einer von euch, was das ist? Ich hätte es fast gesagt, das sind irgendwelche Sanipacks von früher oder Verpflegungsbeutel. So, der gehört hier nicht her. Müssen wir wirklich vorsichtig sein. Ich glaube, das sind hier noch die besterhaltesten Gebäude überhaupt. Durchbruch. Ach so, ich habe das ja ganz vergessen. Das ist wahrscheinlich der Stuhl, den man fast auf jedem Lost Place antrifft. Na, theoretisch dürfte das hier nicht runtergehen. Es ist kein Keller drunter. Gehen wir mal nach oben. Hier wird man bestimmt auch keine Dokumente mehr finden. Überall diese komischen Dinger hier, was ist das? Ich werde auch nicht so ein Ding aufmachen. Ja, jetzt wird hier mal geguckt mit Google Lens. das sind viele schwarze Sachen. Seat Altair Sicherungsnetz. Marine Master für... Ja. Keine Ahnung. Also wir wissen es nicht. Und ich werde auch so ein Ding nicht aufschneiden. Ja, weil das verstößt gegen den Kodex, Dinge zu verändern. Wie gesagt, Leute. Vielleicht weiß ja einer von euch, was das hier ist. Wie gesagt, wir sind hier ein ehemaliges Panzerreparaturwerk. Das ist von den Russen gewesen. Vielleicht kann einer mit euch damit was anfangen und das in die Kommentare schreiben. Los. Das ist scheiße, wenn man keine Taschenlampe hat. Auch hier echt in jedem Raum liegt das Zeug rum. Ja. Jetzt kommst du wieder. Ja, du zeigst mir hier Kunststoffform für Betongips. Du hast gerade einfach nur einen schwarzen Beutel geknipst und Google Lens erzählt dir da tausend Sachen. Ja, aber wie gesagt, keine Ahnung und ich mach's auch nicht aus. Nee. Und das ist ein Kühlschrank mit Inhalt, also steinernen Inhalt. Leute, ich hoffe, ihr könnt alles erkennen, es tut mir echt leid. Ich hab halt keine Taschenlampe in der Hand. Da fehlt mir die dritte. Ne? So typisch russisch, ja. Obwohl ich das eigentlich hygienischer finde als die Toiletten, wo man sich aufsetzt. Ey, da musstest du hier 5 Meter laufen, damit du kacken gehen kannst oder was? Oh, hier gibt's noch was zum Schlafen. Bettchen. Ah, da war mal irgendein Bild. So, dann lass uns mal hier wieder raussehen. Und das nächste Gebäude. Gucken, ob da auch wieder diese schwarzen Beutel umherliegen. Unheimlich, so ein Durchbruch.
So, wo gehen wir als nächstes hin? Ja, das sind hier die großen Hallen, wo nicht mehr viel von übrig ist. Das sieht man, das Dach ist weg. Hier kommen wir gar nicht mal. Ah. Alter, was gibt's hier? Ja, wir gehen hier nicht weiter. Da riecht noch Cola. Cola. Und hier riecht noch ein bisschen was von früher. Ja, okay. Gut, das ist, ja. Guck dir das mal an. Was ist denn das? Das ist doch was von der Nähmaschine. Von der Singer. Die hast du mit hier, das Unterteil davon. Die hat da drauf gestanden und wenn du die nicht gebraucht hast, hast du das oben drauf gepackt und die musstest du noch mit dem Fuß. Da hast du unten so eine Platte gehabt, dann war da so ein Schwungrad und dann hast du mit dem Fuß das alles gemacht. Ja. Ob das hierher gehört? Oh, jetzt schauen wir mal. Oh, na ganz toll. Ich, der kein bisschen Russisch kann. Na, hier ist eine Zeitung, was das sein soll. Ach, das Tapete. Ja, das ist so, wie man das früher gemacht hat. Man hat erst Zeitungen an die Wand gemacht und über die Zeitung wurde dann drüber tapeziert. Damit die Tapete klebt. Ja, das hat nichts mit Dämmung zu tun. Manche denken, das hat was mit Dämmung zu tun. Das ist überhaupt nicht. Ja, ich habe Raumausstatter gelernt und da wurde uns das mal erklärt. Ich habe ein Datum gefunden. 1988. Am 17. Kann das einer übersetzen? Was für ein Monat war da? Jetzt hätte man Google denn sie brauchen können. So, dann guck mal, ob er das hinkriegt. Ja. Was? 17. Montag um 18 Uhr 1985? Wo bist du denn? Was hat er denn jetzt übersetzt? Das da, 17. Montag, 1988. Ja, aber Montag ist doch kein Monat. Und vor allem 85, das geht doch gar nicht. Doch. Nein. Warum steht da ganz groß Le drauf? Weiß ich nicht. Weil das, der Rest ist von irgendeinem Wort. Gut, Leute, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es von 1988. Scheinbar wurde dann circa entweder in dem Jahr oder kurz danach das hier alles frisch tapeziert. Ja, und kurze Zeit später wurde das dann alles hier platt gemacht. Ja. Das habe ich gerade auch noch der gesehen. Wirt auf der Erde. Ja, also ich muss sagen, was Google Lens betrifft, ist eine geile Sache. Habe ich schon sehr oft genutzt, um Dinge zu übersetzen. Aber manchmal übersetzt es auch Sätze, wo ich mich frage, Alter, was ist das denn für eine Übersetzung? Aber besser als nichts, ne? Weil ich stehe öfters mal da, gerade was so Russisches betrifft. Ich habe kein Russisch gehabt, nur als Wahlfach in der Schule. Ich gehöre nun mal zu denen, die schon mit Englisch angefangen haben. Ja, ich wurde 1990 eingeschult, mit der Wende. Hab dieses Tuch nicht getragen. Das heißt, ich bin halt eins der jüngsten Kinder der DDR. Ich habe ein bisschen mitbekommen, das habt ihr auch mitbekommen, dass wir auch Locations versuchen. Wie gesagt, das hier ist ja ein Abzweig vom Feuerwerks... Oh, ich könnte damit das nicht sagen, mir läuft die Nase. Das war Wasser. Ein Abzweig vom Feuerwerkslaboratorium, welches ich aber kenne, wo das noch aktiv war. Weil wir da früher damals öfters hingefahren sind, zum Einkaufen fahren, weil die eine Magazininsel hatten. Magazininseln, habe ich schon mal erwähnt, war für die russische Besatzung gewesen zum Einkaufen, aber auch DDR-Bürger durften dort einkaufen. So, wieder ein bisschen Geschichte, weiter geht's. Seiteneingang. Sieht auch nicht sehr versprechend aus. Ich glaube, da gehen wir jetzt gar nicht rein. Oh, nee. Nee. Oh, hier sind überall Zeitungen.
Was haben wir hier noch? Irgendwelche Reinigungsmittel und Chemikalien. Ne, hier können wir aber nicht rennen. Aber da hinten sind noch... Kannst du den Hund kurz mal halten? Ich gehe da mal gucken. Bleib bitte hier, ja? Robin, bleib! Du bleibst da! Sehr vertrauenserweckend. Ich will doch nur die Zeitung sehen. Und mal darüber filmen. Ja. Was haben wir denn hier? Tja. Durchreich. Oh, Dunkelkammer hier. Da hinten überall die ganzen Zeitungen. Ja, alles gut. Ich komme jetzt wieder raus. Tja. Milchflaschen sind hier. Ja, nicht gut. Ich komme wieder raus. Hä? Ist doch schön. So, jetzt waren wir gerade hier drin. Seht ihr das Gelbe da im Hintergrund? Das ist das Haus, was bewohnt ist. Und das sieht man, glaube ich, auch. Da kommt Qualm aus dem Schornstein und da sind sogar Kameras am Haus dran. Gut, das ist aber auch zu verstehen, weil das ist abseits. Hier ist nichts in der Nähe. Das ist wirklich mitten, naja, nicht im Wald, das ist irgendwo auf dem Feld. Ja. Das, was ihr hier seht, ist das, was mal hier oben war. Ne? Das Dach ist weg. Ich pass schon auf. So, jetzt kommen wir nicht weiter, weil hier eine Grube lang geht. Ich glaube, das sind die Gruben, wo die Panzer rübergefahren sind. Die sind nämlich auch dementsprechend breit und dann konnten die von unten repariert werden. Ja. Das ist ein Schild. Und was? Das ist Deutsch. Instand, Installation, das ist irgendwelcher Müll, der hier mal abgelegt wurde. Da ist alles voll mit Müll. So hat man sich das einfach gemacht. Naja. Nee, gehen wir nicht rüber. Ach so, ein Detail habe ich noch zu erfahren bekommen. Hier soll früher auch mal nach der Wende eine Disco drin gewesen sein. Da wurde wohl der Hangar genutzt, irgendeiner dieser großen Gebäude. Und, oh Hund, hör doch mal auf damit. Ey, du ziehst dich hier gerade in die Akazienbäume rein. Ja, und hier wurde wohl hart gefeiert. Kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man sich die Gebäude hier anguckt, wie die aussehen. Ja, hinter uns ist ja jetzt diese große Halle, da waren wir gerade drin. Ja, da sieht man. Ah, da drinnen wurde mal alles zusammengeschoben. Das Dach ist eingestürzt und zusammengeschoben. So, wie kommen wir jetzt hier runter? Robin, das machst du jetzt nicht. Ich kann das aber nicht. Robin, warte doch mal, Hund. Bist du irre? Zieht mich hier gleich den Hang runter. Oh, warte kurz. So viel Filme. Ich kann nicht mehr so springen. Robin, hau ab! Ja, Leute, das ist, wenn man Gicht hat. Ja, ich habe Gicht. Und das geht bis in die Knie. Ja, hier sieht man auch wieder, da und da hinten, irgendwas, was später mal aufgebaut wurde, um Schutz zu suchen.
Hier sind wieder die Spuren, die wir schon am Anfang hatten. Auf jeden Fall zu zweit mit Hund. Ja, wahrscheinlich die, die hier wohnen, sind sie hier Gassi gegangen. Hier liegt wieder Müll drin. Robin, stopp. Ja, das ist alles wieder Zeug, was natürlich gar nicht hierher gehört. Zu unserer linken Seite sehen Sie nichts. Da ist alles bis auf die Grundmauern weg. Das ist noch eine alte Straßenlampe. Wir sind gerade in einem Gebäude, was davon übrig geblieben ist. Oh, Hund, du bist irre. Ja, schon wieder so aufgeregt. Oh nee, Entschuldigung. Ja, jetzt bin ich auf seinen Fuß gelatscht. Wo willst du hin? Richtung was? Der wittert was, ja. Der will mich ständig da hinten rüber. Sag ja, entweder sind die Leute hier noch drauf. Oder die Leute sind hier noch drauf. Robin, komm. Los, komm. Irgendein Tier rennt hier rum. Hier rennt alles Mögliche rum. Guck dir doch mal die Schneespuren an. Große Halle. Hier waren wir damals aber, glaube ich, drin gewesen. Schnee, Schnee, weit und breit. Schnee, 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 Schnee und kaputt. Na, hier habe ich damals drauf gestanden. Ja, das ist das Gebäude da und das ist die andere Hälfte. Schön sauber in sich selbst zusammengestürzt. Ja, das war mal irgendein Möbelstück wahrscheinlich. So, die Spuren. Und da zieht der Hund natürlich gleich mehr. Sieht irgendwie geil aus, ja? Mhm. Das müssten Lärchen sein, die verlieren ihre Nadeln im Winter. Schöne Farbe. Ich sehe schon, dass wir am Ende angekommen sind. Nanu, geht's dir gut? Ja, Leute. Ich glaube, was Bunker betrifft,
Schwierig. So, der hauseigene Pool. Im Winter ist mit Zubahn. Auf jeden Fall. Ach, die Leute, die hier um eine Ecke wohnen, wer weiß. Wenn es schön zugefroren ist. Schön Privatschlittschuhbahn. Vorsicht, Benno, wie geht's zu? So, Leute, wir sind wieder raus. Wir sind jetzt einmal quer durch den Komplex durchgegangen. Sind auf der anderen Seite raus. Auf dem Maisfeld unterwegs. Auch die anderen Spuren sind dort herausgekommen. Das heißt, ich denke mal, das sind wirklich Anwohner von hier. Die sind hier Gassi gegangen mit einem Hund. Einmal eine Seite rein, andere Seite raus. Ja, das, was ich eigentlich hier suchen wollte, nicht gefunden. Oder nicht mal wirklich nachgeschaut. Ja, wie gesagt, es soll hier einen Bunker geben. Aber wenn Schnee liegt und überall das ganze Zeug und Müll rumliegt, macht es so ein bisschen schwerer, das zu suchen oder zu finden. Ich werde hier nochmal wahrscheinlich im Frühjahr hin. Oder wenn kein Schnee liegt, alleine, ohne Kamera, um das mal intensiv abzusuchen, ob was zu finden ist. Wäre jetzt auch nur Erkundungstour gewesen, hätten wir jetzt was gefunden, wären wir da jetzt nicht reingegangen. Ohne Vorbereitung, wisst ihr, auf keinen Fall. Zwar hat meine Frau den Standort, wo wir sind, aber ich wollte es halt wissen. Also geht es hier irgendwann nochmal her. So, in dem Sinne, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, uns zu begleiten. Ja, das ist wieder sowas, wo ich sage, das ist definitiv ein Lost Place. Weil hier ist gar nichts mehr, die Gebäude sind eingestürzt. Nicht nachmachen, sage ich nochmal. Ne, also das ist wirklich Gefahr für Leib und Leben. Und ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert unseren Kanal für alle Neuankömmlinge, die das erste Mal geschaut haben und es bis hierher geschafft haben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal oder wann immer etwas passiert. Schönen Gruß übrigens noch von meiner Frau. Ja, wie gesagt, wir sind ja nun bloß zu dritt unterwegs gewesen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein. Schaut doch mal bei dem Feuerwerkslaboratorium vorbei, was ich anfangs eingeblendet habe. Ciao, ciao.